Es ist die Meldung des Tages in Hamburg. Die weltgrößte Reederei MSC will bei der Hamburger Hafen- und Logistikaktiengesellschaft einsteigen und fast die Hälfte der Aktien übernehmen. Seit Wochen kursierten Gerüchte um eine Beteiligung durch einen Investor bei dem wirtschaftlich angeschlagenen Hamburger Hafen. Kurz zuvor hatte noch Milliardär Klaus-Michael Kühne eine Absage erhalten. Barbara Bessler berichtet aus dem Hamburger Rathaus. Bürgermeister Peter Tschentscher verkündet am frühen Morgen auf der Pressekonferenz im Kaisersaal einen echten Coup. An seiner Seite der Chef von MSC. Die Containerreederei will mit 49,9% bei der Hala einsteigen. Die Mehrheit der Aktie bliebe bei der Stadt. Das sei ein Meilenstein für den Hafen. Die Transaktion greift ein starkes Bekenntnis von MSC zum Hamburger Hafen auf, entspricht den strategischen Zielen des Senats in der Hafenpolitik und kann unserer gesamten maritimen Wirtschaft die Schubkraft geben, die in schwierigen Zeiten gebraucht wird. MSC mit einer Flotte von 760 Schiffen ist die größte Reederei der Welt. Sie garantiert ab 2025 für den Hafen eine deutlich höhere Umschlagsmenge. Auch ihr Deutschlandsitz soll nach Hamburg verlegt werden. Im Zuge dessen will die Reederei ihre Arbeitsplätze in Hamburg auf 700 verdoppeln. Hamburg ist immerhin ein sehr wichtiger Markt und mit dieser Zusammenarbeit, mit dieser Beteiligung können wir uns wirklich auf Deutschland, auf Hamburg konzentrieren. Wir betreiben mehr als 70 Terminals weltweit, da haben wir schon Erfahrungen und eine Menge Professionalismus, die wir hier mit reinbringen können. Zuletzt hatte der Milliardär Klaus-Michael Kühne der Stadt eine Mehrheitsbeteiligung an der Hala angeboten. Doch er bekam eine Abfuhr. Jetzt will er ein Gegenangebot machen, doch Hamburgs Wirtschaftssenatorin ist überzeugt von dem Deal mit MSC. MSC hat uns eine strategische Partnerschaft angeboten unter Berücksichtigung der Mehrheit der Stadt. Das ist ein großer Unterschied zu der Frage, einfach Herrn Kühne oder welchem Unternehmen auch immer die Aktienmehrheit der Stadt und damit städtisches Vermögen zu übergeben. Zu welchem Preis auch immer. Uns war die strategische Komponente wichtig und uns war wichtig, dass wir für die Stadtgesellschaft die Fragen Mehrheit und mitbestimmtes Unternehmen sichern können, sowie Ladungsbindung. Sowohl die Hala als auch der Senat und die Bürgerschaft müssen dem Geschäft mit MSC jetzt noch zustimmen. Zudem muss die EU den Deal auch aus Wettbewerbssicht absegnen. Ja, dieser Deal zwischen der Hala und MSC hat natürlich viele Reaktionen nach sich gezogen. Wir haben Stimmen von der Gewerkschaft und aus der Opposition eingeholt. Also Vorteile, das kann man jetzt noch gar nicht so sagen. Wir sind jetzt gerade dabei, das zu bewerten hier auf Gewerkschaftsebene. Und ein Nachteil könnte natürlich sein, dass Arbeitsplätze gefährdet sind und natürlich auch die Tarifbedingungen. Und das ist eine Sache, der wir uns widmen müssen. Im Hafen musste etwas passieren. Der ganze Hafen ist erlahmt und er muss jetzt tatsächlich wieder Dynamik entfalten. Jetzt kommt MSC und ist bereit zu investieren. Das ist per se erstmal eine gute Nachricht. Aber die Frage ist natürlich, was bedeutet das für die anderen Reedereien und Unternehmen, die im Hafen wirtschaften? Da muss Wettbewerb weiter drin bleiben. Und deswegen müssen wir den Vertrag sehen, um zu gucken, ob tatsächlich dies zu einem echten Durchbruch führen kann. Der Hamburger Hafen ist kein Casino, wo jeder mit Spielgeld einsteigen kann, um Gewinne zu machen, sondern wir brauchen eine zukunftsorientierte Hafenpolitik. Dazu muss die Stadt die Mehrheiten halten und nicht nur die Mehrheiten, sondern substanzielle Mehrheiten am Hafen. Es ist eine falsche Entscheidung, Verkäufe zu tätigen. Das gilt für Kühne, wie der Senat es gesagt hat, aber das gilt eben auch jetzt bei diesem Joint Venture. Welche Bedeutung dieser Deal für Hamburg hat und welche Chancen durch die Beteiligung der MSC entstehen, darüber hat meine Kollegin Gabriela Polan mit dem Hafen- und Logistikexperten Jan Ninnemann gesprochen. Gehört, die weltgrößte Reederei steigt in den Hamburger Hafen ein. Ist das eigentlich sinnvoll? Ist das eine gute Strategie? Das ist für Hamburg sicherlich eine positive Entwicklung. Der Hamburger Hafen stagniert seit einiger Zeit und es ist zwingend notwendig, dass es im Hamburger Hafen eine Kehrtwende, eine Zeitenwende gibt. Dafür ist es wichtig, neue Partner an Bord zu holen. Die Stadt Hamburg und auch die Hala sind ja seit einiger Zeit schon dabei, Partnerschaften auszuloten. Nun ist die Wahl auf die weltgrößte Containerreederei gefallen, sicherlich eine gute Entscheidung. Vergrault Hamburg dadurch nicht andere Reedereien oder ist das vielleicht sogar ein Wettbewerbsvorteil?
In der Tat ist dieses Konstrukt, das man in Hamburg jetzt wählt, doch etwas ungewöhnlich. Normalerweise werden Reedereien an einzelnen Containerterminals beteiligt. COSCO und Hapag-Lloyd sind ja auch schon an Harla-Terminals beteiligt. Insofern jetzt der Schritt, MSC an der Harla Holding zu beteiligen, sicherlich eine etwas außergewöhnliche Lösung. Was das dann für weitere Partnerschaften für andere Reeder heißt, wird sich in den nächsten Wochen und Monaten noch zeigen. Hier wird sich sicherlich die Terminal- und Hafenlandschaft in Hamburg noch mal ein bisschen neu schütteln. MSC ist ja nun die weltgrößte Reederei. Ist es für Hafenstädte eigentlich möglich, die Häfen noch alleine zu betreiben? Oder ist das ein Trend, dass man praktisch sagt, man kommt an den Reedereien gar nicht vorbei, man muss die mit ins Boot holen? Ja, man sieht, dass sich die Welt hier schon doch deutlich verändert hat. Hamburg hat eigentlich jahrzehntelang die Hafenpolitik selbst bestimmt, hat sich auch gegen Reedereibeteiligung eigentlich immer gewehrt oder dagegen ausgesprochen. Jetzt sieht man, dass man eben ohne auch Finanzkraft, kräftige und starke Partner aus Sicht der Reedereien oder auch von sonstigen Investoren sich hier nicht mehr richtig freimachen kann. Das heißt, man muss hier mit Partnern arbeiten, um die Häfen wettbewerbsfähig zu entwickeln. Herr Kühne hat ja vor einiger Zeit auch ein Angebot gemacht, das hat die Stadt abgelehnt. War das sinnvoll? Wie sehen Sie das? Herr Kühne ist sicherlich auch ein interessanter Partner, gerade aufgrund der Verknüpfung mit den Anteilen bei Hapag-Lloyd, die er hält. Insgesamt ist es, glaube ich, aber besser, hier auf die Karte Reederei selbst zu setzen, um eben doch hier das Thema Ladungsbindung, mehr Ladung für den Hamburger Hafen stärker in den Vordergrund zu stellen. Vielen Dank für die Einschätzung, Herr Ninnemann.